Die Zwickauer Big Band Swing It feiert Jubiläum. Im Jahre 2016 ist es das 30-jährige Jubiläum. Und dazu möchte ich jetzt mit dem Bandleader dieses Jubiläum natürlich auch mal besprechen und begrüße ganz herzlich hier im Studio Matthias Kramp. Hallo. Hallo. Die Big Band Swing It gibt es seit 30 Jahren. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, das kann jetzt wirklich nicht wahr sein. Also das ist eine stolze Zahl. Wäre aber als erstes mal zu klären, was ist denn das für eine Big Band? Die Big Band Swing It. Die Big Band Swing It ist hauptsächlich eine Musikschul-Big Band, die also am Robert-Schumann-Konservatorium angesiedelt ist und dort gegründet wurde und dort auch quasi betrieben wird, mit hauptsächlich Musikschülern, aber auch einigen sehr lieben Kollegen, die schon viele Jahre dabei sind, die keine Musikschüler mehr sind, aber die halt hobbymäßig noch zur Stange halten, sozusagen. Ende Oktober kommen wir gleich mal zu dem Jubiläumskonzert. Wann und wo ist das? Am 29. Oktober in der Neuen Welt in Zwickau. Ja. Wir haben ja vor 5 Jahren schon mal 25-Jähriges gefeiert. Das war im alten Gasometer, war auch ein sehr schönes Konzert. Allerdings ist der alte Gasometer damals so aus den Nähten geplatzt, dass wir uns überlegt haben, wir probieren es mal ein bisschen größer dieses Jahr. Ja. Und hoffen natürlich, dass es mindestens genauso viele Leute kommen wie vor 5 Jahren. Mhm. Wo gibt es Karten dafür? Karten gibt es in der Neuen Welt, gibt es in der Touristinformation, natürlich im Konservatorium, Sekretariat, ja, und natürlich an der Abendkasse, ganz klar. Und wir haben auch einen Online-Shop eingerichtet auf unserer Internetseite. Die wir am besten auch gleich nochmal nennen. www.bigband-swingit.de. Ich kann mir vorstellen, da kommt richtig was zusammen. 30 Jahre Swing It, das heißt 30 Jahre immer mal wechselnde Besetzung. Da werden ja auch einige ehemalige dazukommen. Habt ihr schon alle zusammen? Das hoffe ich sehr, dass ganz viele ehemalige kommen. Ich weiß leider schon von einigen, die leider nicht kommen können, die auch unterwegs sind und anders zu tun haben. So ist das halt auch. Ja. Alle haben wir jetzt nicht erreicht. Vielleicht auf diesem Wege, mal schauen. Also sind auch noch einige so ein bisschen verschollen? Ja. Hat man keinen Kontakt mehr? Das ist ja bei allen immer so ein bisschen unterschiedlich. Manche halten den Kontakt, manche gehen sang- und klanglos weg und von denen hört man nie wieder was. Also wir können jetzt nicht für 30 Jahre alle Ehemaligen einladen. Da wäre die neue Welt auf jeden Fall schon voll, mit Sicherheit. Also so viele Ehemalige werden wohl nicht kommen, denke ich mal. Musik sollte man am besten hören. Ja. Wir haben da mal einen kleinen Ausschnitt vorbereitet, damit vielleicht auch so ein paar Unentschlossene, die sich überlegen, Mensch, sollte ich vielleicht zu der Jubiläumsveranstaltung gehen, dass es jetzt noch einen kleinen letzten Impuls gibt. Das mal ein kleiner Ausschnitt. Das war jetzt eine Probe, ne? Das ist von einer Probe gewesen, genau. Ja. Da ist natürlich noch viel an Probenarbeit vor der Big Band, schätze ich mal, bis zum 29. Naja, kann man so sagen, ja. Die Zeit läuft uns ein bisschen weg, wenn man mal auf den Kalender guckt. Aber ich bin ganz guter Dinge, wir werden es wohl rechtzeitig schaffen, dass wir halbwegs passabel auftreten können. Na, seit wann laufen jetzt die Vorbereitungen? Eigentlich schon das ganze Jahr. Also das, ja, die Vorbereitung für das Konzert speziell jetzt noch nicht so lange, aber das für das Programm, was wir an dem Abend spielen wollen, das proben wir eigentlich schon länger. Und das läuft ja für die einzelnen Schüler nur nebenbei. Ja. Die müssen ja in ihrem Instrumentalfach auch diverse Prüfungen und Ähnliches vorbereiten. Ja. Die sitzen ja nicht da und drehen Däumchen und haben nur für Swing It zu tun, ne?
Das wäre schön, wenn es so wäre. Aber es ist völlig richtig. Sie haben natürlich auch noch andere Sachen zu tun. Und dann gehen ja viele auch noch, machen noch andere Dinge, Fußball, Tischtennis, was weiß ich. Und das ist alles zeitaufwendig. Und ja. Oder mucken noch nebenbei. Vielleicht, ja, möglicherweise. Das weiß ich nicht. Also es macht auf jeden Fall sehr neugierig auf das, was uns am 29. Oktober erwartet. Mhm. Wie lang ist das Programm so in etwa? Wann geht's los? Wir fangen 20 Uhr an und geplant sind zwei Sets, etwa von einer knappen Stunde jeweils und mit einer Pause dazwischen. Und vielleicht kann ich noch mal dazu sagen, es gibt auch noch, wir haben für größere Konzerte immer mal Streicher dabei gehabt. Das wird in diesem Jahr auch so sein. Vielen Dank an meine Kollegen vom Fachbereich Streichinstrumente, dass sie uns auch Schüler zur Verfügung stellen. Was zur Verfügung stellen, das klingt jetzt so wie SBA-Eigentum. Überreden könnten, mitzumachen. Ja. Und wir haben bei zwei, drei Stücken auch tatsächlich eine Streichergruppe dabei. Freue ich mich sehr drüber, dass das klappt. Oh, das wird dann Gänsehaut-Sound, schätze ich mal. Ja, mit Sicherheit. Ganz herzlichen Dank, dass du vorbeigekommen bist, dass wir mal ein bisschen über die Big Band und natürlich das Jubiläum am 29.10. reden konnten. Mhm. Vielen Dank und alles Gute. Dankeschön.